Von Hof kann man dem Jakobsweg auf zweierlei Weisen folgen. Auf dem Hauptpfad, von dem ich euch den ersten Teil nach Föhrenreuth schon letztes Jahr gepostet habe und den ich hier verlinke. Die Fortsetzung von Föhrenreuth nach Helmbrechts folgt noch. Es gibt aber auch den Nebenweg praktisch auf dem Radweg an der Saale entlang, über Oberkotzau nach Schwarzenbach an der Saale und so weiter. Dieses Stück habe ich letztes Jahr mehrmals mit Fahrrad gemacht und eine Aufnahme möchte ich euch auch zeigen, ohne viel Kommentar, weil diese Strecke im Frühlingsgrün einfach eine Augenweide ist. In Oberkotzau gibt es mehrere Tafeln mit Bibelzitaten, wie zum Beispiel diese hier. Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.
Komischerweise werden diese Worte manchmal leider missbraucht, um alles Mögliche zu rechtfertigen. Als würde es bedeuten, wenn ich im Herzen Gutes habe, bräuchte ich nicht auf mein Äußeres zu achten oder überhaupt auf mein Tun. Menschen können sich natürlich täuschen bei Urteilen über unsere Taten, weil sie die Intention dahinter nicht kennen. Aber auch die beste Intention macht eine böse Tat nicht gut. Wenn jemand keine Kniebeuge zum Beispiel in der Kirche macht, kann ich natürlich nicht wissen, was der Grund dafür ist. Das heißt aber nicht, man bräuchte keine Kniebeuge machen. Hauptsache, man hat Gutes im Sinn. Und ja, Gott schaut natürlich nicht darauf, ob jemand teure oder schlichte Kleidung hat. Das rechtfertigt aber nicht, dass man sich ungepflegt oder sogar unsittlich kleidet. Man kann nämlich nicht gleichzeitig reines Herzens sein und sich völlig unsittlich kleiden. Über das Verhältnis vom Körper und Geist habe ich aber vor einiger Zeit eine ganze Folge gemacht. Weiter führt der Weg entlang der Straße. Der Name Fatigau passt irgendwie, denn langsam wird es etwas anstrengend. Der Anblick vom Braukeller ist sehr verlockend, auf dem Schild steht aber irgendwas von zu Neuverpachtung. Also hole ich aus dem Rucksack meine Semmel. Bei der Zubereitung war ich mit Wasabi etwas zu großzügig. Na, wenn das keine Superkräfte für die letzten 3 Kilometer bedeutet. Zwei Sachen aus der japanischen Küche mag ich ganz besonders, und zwar die Miso-Suppe und eben Wasabi. Letzteres tut nämlich auch meine Nebenhöhlen irgendwie gut.